Hallihallo bei Lippus Video, also das Quiz war vielleicht doch ein bisschen zu schwer, 25 Pflanzen am Stück. Ja, vielleicht hätte ich das auch ein bisschen aufteilen können oder sollen. Jetzt versuche ich mich mal in einer Auflösung. Also wer irgendwas anders sieht oder meint, das wäre total was anderes, der kann dann Kommentare posten. Was ich dann falsch gemacht habe. Andere Leute verbessern ist ja auch einfacher. Ich hoffe, da machen wenigstens wieder ein paar Leute mit. Weil die Beteiligung war ja doch etwas dürftig. Ich versuche jetzt nur zu sprechen und dadurch eine Auflösung zu geben und füge das dann dem Video bei. Vielleicht funktioniert, vielleicht funktioniert es nicht. Wahrscheinlich muss ich es doch neu hochladen, aber. Naja, es ist mein erster Versuch für sowas. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis, falls es nicht so hundertprozentig klappt. Ich zeige jetzt aber nicht den Baum, bis du So, das gelöst hier. Buchenschößlinge. Das ist jetzt der zweite Versuch. Oder der dritte. Wieder 10 Sekunden. Goldrute. So, die Raterunde geht weiter. Was Ist ist das? ziemlich schwer gewesen, fand ich zumindest. 10 Sekunden sollten genug sein. Ich Das wollte ja eigentlich ist so schnell wie möglich Vogelmiere sprechen, und aber das hier breitwegerig. ist Vogelmiere in meiner schmeckt Gegend sehr gut. selten. Woanders wächst das wie verrückt. Was ist das? So, das Ding wird Ist auch der jeder Gundermann. kennen. Aus der Entfernung sieht es natürlich auch aus wie eine Taubnessel. Ja, ist aber Gundermann. Gerade gemerkt, ich habe viel zu wenig Bäume. Was ist das denn für ein Ganz Baum? schwerer Baum, die Eiche. Obwohl man die Blätter vom Video nicht so richtig erkennen kann. Das mit dem Ah, nicht auf die Geldstück Geldstücke vielleicht, gucken, ne? ne? War doch nicht schlecht. Ach, viel zu viele Tipps. So, hier nochmal eine gelbe Das Version. ist die gelbe Taubnessel oder Goldnessel. Die Blüten kann man aussaugen, Könnte das schmeckt sein? lecker. Auch nicht schwer. Ich wollte euch viel zu leichte Sachen. Damit es nicht zu einfach wird, jetzt Das haben wir ist ein bisschen die was Einbeere. Schwereres. Eine Giftpflanze, Was ist also das? nicht unbedingt essen. Jetzt wieder was sehr Einfaches. Das ist Farn und daneben ist Könnte ein aber auch ein Tier Holunder-Schößling. drauf. Was könnte das sein? Eine Auch wieder junge eine heimische Kastanie, ganz Pflanzenart. schwer. Beziehungsweise Baum. Könnte das sein? Ja, das ist schöner. Nehmen wir das hier. Was könnte das Das denn ist sein? Ahorn, ja. Hat auch fast jeder erkannt. Ich habe hier noch nie ein lebendes Exemplar gesehen, deswegen Weinbergschnecke verwundert mich wusste das. wirklich Hier jeder. ist ein lebendes Exemplar Als von Froschfresser was? hier. So, was könnte das denn sein? Ja, der Meine Spitzwegerich Schmetterlinge sind daneben ja ist ein sehr bisschen schlecht. Hahnenfuß. So der gelben Blüte. Auch nicht schwer. Das ist das aus dem Das ist letzten das Video. Ich habe jetzt ein Wiesenschaumkraut vom Bild hier letzten im Video Video. hinter. Ich hoffe, die Kamera nimmt das auf. Also auf der Kamera sieht es sehr weiß aus. In Wirklichkeit sieht es hier sehr violett aus. Und im Buche ist es wirklich sehr violett. Tja, wer es erkennt. So, was ist das hier? Kratzdistel. Nach dem Schwenk kommt der Sauerampfer. So schwierig ist das nicht. Und da ich ja faul bin, gucke ich Ja, doch der war direkt auch an, was sehr denn da lecker. ist. Es gibt auch Leute, die vertragen den nicht so Wer ist das unbedingt. denn? Und so Wer viel ist denn sollte das? man angeblich auch nicht davon So, essen. das hier ist immer überall dazwischen. Das ist der Wiesenklee. Sieht hier Schmeckt überhaupt komischerweise nicht. nie so richtig Also alleine mir aus, nicht. wie so ein Verteiler. Die Blüten gehen noch, aber die Blätter Was sind könnte das denn sein? holzig, faserig. Hier in der Gegend die ersten Vertreter ihrer Art jetzt hier. Gänseblümchen waren sehr lecker. Sind sonst sehr häufig. Aber erst Ende Mai anzutreffen normalerweise. Was könnte das sein? Die Knoblauchsauge. Ja. Und da ich diesen So, Knoblauchgeruch was ist das? dann in der Nase hatte, dachte ich, das kommt alles von der Die hat Pflanze, mit aber mehr oder nein, das weniger kam die von dem Oberfläche Bärloch zurecht. daneben. Was könnte das denn sein? Das sind keine Maiglöckchen. So, unter den Blättern So sieht man etwas Weißes. gleich dieses mattgrüne. Hier die Blattunterseite. Daran erkennt man auch den Bärloch.
Unter anderem. Am Waldrand sogar mit Blüte. Mit Blüte ist es sehr einfach, den zu unterscheiden. Ich finde hier nichts, weil hier dieses herzförmige Zeug alles aus. Also viele sagen, das ist Herzölfeuer. Ich glaube, das ist Schaborkraut. Das ist ganz normale Schaborkraut. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint. Ja, der übliche Zunderpilz. Darunter ist Efeu und eine Heimweinschnecke. Und darunter ist auch noch was. Hammer. Drei Sachen auf einmal. Baum erkennt man nicht mehr. Hier sind jetzt gerade drei Bäume nebeneinander. Nochmal eine Kastanie, schön mit Blüten. Die eigentlich schon, ich glaube nicht. Mit Blüten. Müsste jeder kennen. Hier, das ist der Sauerklee, auch sehr lecker. Aber ich kann irgendwie saures Zeug ziemlich viel essen, ohne dass es mir schlecht wird. Hier noch was extrem Schweres. Ja, Brennnessel. Hatte auch jeder. Und wilde Möhre. Dahinter ist ein bisschen Hahnfuß. Das wuchert so ineinander. Die Verrückten, die jetzt noch zusehen. Was könnte das sein? Ja, was könnte das sein? Der Löwenzahn. Und tschüss, euer Leprus.